Energie kritisch. Maximale Panzerung. Leck. Aber sobald er dann nicht wieder auf mich schießt, leckt's nicht mehr, oder? Naja, ist klar. Quick Save. Tarnfeld aktiviert. Ich musste gerade mit meinen Fingern schauen, wie ich auf den Quick Save drücken kann. Ich bin doch schon dabei, mecker nicht. Jetzt müsste aber da oben eigentlich theoretisch noch eine Minigun liegen. Ich weiß nicht, was da jetzt so leckt plötzlich. Naja. Da oben müsste sie liegen. Maximale Stärke. Oh. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Oh 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 oh. Hätte ich einmal volle Energie, würde ich einen Quick Save machen. Hätte, würde. Mache. Der ist weg. Der dürfte auch weg sein. Der ist auch weg. Na? Doch nicht. Granate ist auch weg. Minigun leer. Okay. Auch eindeutig die andere Minigun noch. Der stand doch hier. Ja, der stand hier, der Kerl mit dem Minigun. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Oder hier? Oder irgendwo halt so. Ungefähr. Ungefähr zwei. Maximale Panzerung. Hier. Boah. Alter. Ne, der hat aber keinen Minigun gehabt. Schade. Naja. Aber das macht nix. Die Grafik spackt ja rum. Das ist das Wichtigste. Maximale Panzerung. Sprengladung. Raketenwerfer mache ich mal leer vielleicht. Na. Irgendwo Gegner. Hallo? Stirbt doch selber. Ah, genau, die Minigun austauschen. Tarnfeld aktiviert. Am besten gegen Schrot, aber zur Not tut's auch eine Maschinenpistole. Nomad, unsere Jungs können nicht landen. Sicherte die Landezone. Jetzt reicht's mir langsam. Maximale Panzerung. Ich weiß, ich lass mir gerne. Ah, das sieht mir doch mal schön aus. Aber davor schaue ich einfach mal hier oben, ob es hier vielleicht noch Minigun oder sowas gibt. Hier waren auf jeden Fall viele Leute an Geschützen. Direkt einfach einmal so. Nein, ich will dann schon die Schrot. Jetzt habe ich die und die Schrot. Okay. Was? Präzisionsgewehr. Her damit. Da. Lauf. 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 Das nennst du laufen.
Da bin ich in der vierten Klasse schneller gelaufen. Tarnfeld aktiviert. Er ist nicht tot. Er ist tot. Maximale Panzerung. Ja, da habe ich recht. Er ist auch. Na! Das war jetzt fast aus der Hüfte mit der Sniper. Auch Granate. Da ist eine Rauchgranate hier hoch, wenn er da unten mit einem Laser ist. Schau mal, ich sehe dich. Der ist so schlau. So, noch einer. Ja, ich habe Sichtkontakt. So, da holen wir wieder. Zentrale, hier ist 1-8. Starke KVA-Aktivitäten am Eingang der Mine. Wir sollten warten, bis die Verstärkung eintrifft. Die Schroti. Und die noch runter. Sichern Sie die Landeinfiltrieren, infiltrieren Sie den Mine. Wer ballert denn da mit? Okay, dann sind die miesen. Kann ich mehr. Dankeschön. Also müssen wir wahrscheinlich durch den Minenkomplex, da, das ist wahrscheinlich unterirdisch, da wo die Geiseln sind. So, ich mache jetzt aber auf jeden Fall mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns das nächste Mal wie auf einer der schönsten Inseln der Welt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Willkommen zurück zu Let's Play Crysis. Ich habe ein bisschen was an meinen Mikrofoneinstellungen rumgeschraubt. Ich müsste jetzt irgendwie besser zu hören sein, hoffentlich. Ja. Am Anfang wieder die super Systemeinstellungen ändern. Also ändern. So. Gut. Es geht weiter. Wo waren wir? So, ich muss mir jetzt nur ganz kurz nochmal angewöhnen. Wir müssen zum Minenkomplex. Und da im Minenkomplex sind da irgendwo die Geiseln dann drinnen. So, wir müssen dann. Ja, wie gehen wir? Am blödsten. Ja, wir müssen hier so außen rum oder hier irgendwie durch. Das finden wir dann schon. Machen wir einfach mal. Sammeln wir noch mal die Munition ein. Was haben wir hier noch für Waffen? Die Schrot. Gut. Das sind alles unsere Jungs. Nochmal Schrot. Ist voll. Okay. Okay. Na, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Sind das? Nö, das ist nur ein Stein. Ich dachte, das wären Minen. Checkpoint. Na super. Ich will hier nicht sein. Alter. Scheiße. Der hat's auf mich abgesehen.
Und da ist mir anscheinend gerade Crysis abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob das noch auf der Aufnahme drauf ist. Ja, wir sehen uns. Weiter geht's mit Crysis. Ich hoffe, jetzt funktioniert wieder alles. Ich habe versucht, die hier Grafik noch ein bisschen runterzusetzen. Meinen PC ein bisschen zu leeren, dass da alles so gut wie möglich funktioniert. So. Und wenn unser Nomad nur nicht so zittern würde. Und die sind auch so schlau und sehen mich nicht. Na, die können wir ja wieder umgehen. Okay. Dann versuche ich erstmal den hier wegzunehmen, weil an dem müssen wir vorbei. Geh doch endlich mal drauf. Dankeschön. Da drüben müssen wir rein. Frage ist, wie kommen wir darüber? Müssen wir hier außen rum? Wow. Sieht so aus. Haben wir noch einen Raketenwerfer? Nein. Aber wir haben... Sprengsätze. Und mir ist der Sound jetzt hier doch ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, ob das euch auch so vorkommt, aber ich drehe ihn wieder. Ich habe ihn jetzt nämlich lauter gedreht, weil ich meine Stimme auch lauter gedreht habe. Aber so laut muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also es kann sein, dass meine Stimme immer noch zu leise ist, aber... Ich versuche jetzt mit der Zeit mal die besten Einstellungen rauszukriegen für das Spiel. Ich versuch's ja, ist gut. Können wir da hochspringen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Okay, was ist das da? Okay, das ist wieder etwas, was ich nicht wissen will. Nochmal eine Granate, oh. Und für euch auch, okay, das... Ja, das wollte ich gerade sagen, überlebe ich nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Stealth gehen. Dann mag ich versuchen, ob man hier hochkommt. Nein, sieht nicht so aus. Okay, der hat mich entdeckt. Na! Weg. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Da müssen wir hier außen rum. Scheiße.